Wir werden im Herbst natürlich eröffnen. Die Gail ist ein unberechenbarer Fluss. Wir haben natürlich alle Messdaten, die wir von der Oberen Gail schon bekommen. Wir haben im Spätherbst, Dezember dann doch Hochwasser gehabt. Die Leute waren so auf Zack, dass sie dieses Hindernis, diese paar Tage wieder wettgemacht haben. Dabei ist, dass unsere Ingenieure und unsere Planer es so konzipiert haben, dass man auf der alten Brücke bis zum Schluss fährt und dann über die neue, sodass es keine Hindernisse für die Bevölkerung gibt. Wir haben ja doch einen riesen Betrieb mit fast 3.500 Menschen.